So, da bin ich wieder, Leute. Ich habe das mal einfach mal drin gelassen. Vor allem mit den Illuminationen hier so an der Seite schön als Tarotkarte. Herr Nico wieder am Start mit Room 2. Ja, also da steht noch, bevor ich jetzt ein Kapitel abgeschlossen hätte. Du bist geistig und körperlich unbeschadet aus der Gruft entkommen. Doch ich fürchte, deine Prüfungen haben gerade erst begonnen. Es wäre auch ehrlich gesagt sehr traurig, wenn sie jetzt geendet hätten. Dann wäre es ein mega kurzes... Wohl bemerkt, wenn man bedenkt, dass man 5 Euro dafür hingeblättert hat, also 4,99 bei Steam, dann wäre das echt mega kurz. Ich fand das letztes Jahr schon sehr kurz. Ja. Hoffen wir mal, dass das hier ein bisschen länger geht. Modellbauschiffe. Dinger aus richtigem Holz, wo man selbst schlitzen muss, macht das eigentlich ganz Spaß, Dinger zusammenzubauen. Noch immer keine Zeichen. Um meinen Geduldsfaden reißt so langsam. Frustriert bin ich bereits auf dem Vormast geklettert. Die Tat eines Nagels, der Nebel ist so dicht, dass ich aus dem Mastkorb kaum das Deck sehen kann. Geschweige denn die Helena. Ich nehme an, das ist diese, was vorne immer dran ist, diese kleine Spur. Und dennoch habe ich das Waffendeck, die Kanonen, bereit machen lassen. Die Männer müssen einsatzbereit... Was? Die Männer müssen einsatzbereit sein? Da fehlt doch irgendwie der Rest davon. Irgendwie fehlt da der Text. Ist der Text da? Okay, also wir haben Vormast, Mannkopf und Kanonen. Na, dann gucken wir uns mal das an. Wir gucken uns erstmal den Vormast an. Den Vormast, ein goldener Schlüssel, stand dann noch Vormast Korb, was war das? Mastkorb, Entschuldigung. Ja. Das sind jetzt aber die Kanonen und nicht der Mastkorb. Und dann jetzt den Mastkorb. Ja, los, auf mit dem Ding hier. Und schon wieder was zum Nächsten. Was ist das? Die andere Hälfte fehlt. Hier, da steht schon... Ey, da war ein Schlüssel! Ja, schön. Eine Truhe. Da will ich aber noch nicht hin. Habt ihr gerade einen Schlüssel gesehen, ihr Nappels? So, bitte her. Mal also kleine Schatztruhe da drin. Oh, wie süß. Und was zum Lesen. Ich stehe ja drauf, immer was vorzulesen. Ein Berg, ein Sumpf, ein Palast, eine Arm. Oh, kommt man dazu eine Scheiße. Ein Armviertel, warum nicht die Kajüte einer geschwind segelnden Galeere. Jeder schwindelerregende Schritt schleudert mich quer über den Globus, als wäre es ein lichtes Huschen um die Ecke. Wirst du meinem Wege folgen? Nee. Oder dir einen neuen Weg bahnen? Oh, das ist dann schon eher. Gemessen an meine eigenen Erfahrungen hast du gewiss schon so mancherlei erlebt. Ich werde weitere Notizen hinterlassen und dieses sollte auch du tun, damit wir erkennen können, ob sich unsere Wege kreuzen. Aufregend ist dieser Ort für wert, doch irgendwas stimmt hier nicht. Wenn ich auch nicht zu sagen vermag, was ein Hauch irdischer Realität fehlt, bisweilen riecht es nach Kalk und Theaterschminke, gezeichnet von AS. Dann würde ich mal sagen, das ist in einem Theaterhaus.
Anna. Ich meine die Jungfrau. So. Alles noch so duft. Ey, da kann man hoch. Sind wir direkt in den Schiffszugang dran, ne? Ich habe gerade angeguckt, hat, weil da ist auch eine Schatztruhe. Und da ist schon wieder was zum Lesen. Nee. 30 Wochen sind wir nun bereits auf See und die ausbleibenden Schätze lassen die Besatzung unruhig werden. Obgleich ich es niemals zugeben würde, teile ich ihre Bedenken. Für Freibeuter steht viel auf dem Spiel und mein Geldgeber werden murren, wenn ich mit leeren Händen ankomme. Denn auf der San Expedito gemachte Gefangene zu folgen, müssen wir die Santa Helena in diesen Gewässern gleich hinter Granda finden. Tumbe Handlanger waren es mit allem außer den Arbeiten auf der Deck unvertraut. Doch sie sprachen von einem an Bord befindlichen Artefakt großen Wertes. Ich nahm sie in meine Besatzung auf. Und schon geht das Theater los. So, sag mal ja. Klubsch, klubsch. Das ist vielleicht der Schlangen. Passt dann noch nicht so ganz. Weiß ich auch nicht. Das passt. So. Ist hier was falsch gemacht? Mhm. So, jetzt aber. Ja. Danke, bin schon wieder. Was zur Hölle? Wieder weg. Mann. Hier oben kann ich die sehen. So, deutsch. So, dann habe ich hier definitiv was falsch gemacht. Mal rumklutschen. Den Rubbeln bauen wir nach unten. Den können wir hier rumklutschen. Und ja, dann haben wir eine Ausbuchtung. Wie sehen die Dinger hier komisch aus? Ein kleiner Schlüssel. Ja, ne? Verdammte Scheiße, für was ist jetzt der kleine Schlüssel? Die kleine Schatztruhe vielleicht? Ich gucke mal die Truhe ja, an. Hm.
Echt jetzt. Ein seltenes Rohr. Wieder was im Leben. Wer hätte das gedacht? Es dauert nicht lange, sie ausfindig zu machen. Wir führen zwei Meilen nach... Warte mal. Zwei Meilen lang durch heftige Strömungen Norden. Nord. Um ihre Vorsprung aufzuholen. Als wir dem Land näher kamen, wanderten wir zwei Meilen nach West. Um ihr an der Küste den Weg abzuschneiden. Davon ihr keine Spur war, fuhren wir drei Meilen Richtung Süd. Richtung Süd, um sie zu finden. Wir erblickten sie, doch ehe wir sie aufhalten konnten, durchquerten sie das Cap. Nun müssen wir der Tide heran? Harren? Die Harren? Genau. Okay, also so. Zwei Meilen nach Norden, Süden, Westen, Osten. Zwei Meilen nach Norden. Dann nach Westen und Süden. Okay, war wohl richtig. Selbst die Elemente haben sich gegen uns gewandt. Der Weg am Cap vorbei fuhr uns vier Meilen gegen Westen. Schon bald sahen wir ihren Mast vier Meilen entfernt im Norden. Als sie uns hinter sich erblickten, fuhren sie zwei Meilen nach Westen in eine Nebelbank hinein. Angesichts ihrer schweren Ladung könnten wir sie mühelos überholen, sobald sie bloß diesen verfluchten Nebel in den Nebel legt. Okay. So. Vier Westen. 1, 2, 3. Achso. Moment. Oh Mann, hat gerade so viel Spaß gemacht und jetzt müssen wir so wieder unterbrechen. Das nervt. Was zur Hölle habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Na toll, jetzt geht es, nachdem ich 20 Mal drauf geklickt habe. Ey. Okay. Den Arsch treten. So, also nochmal Westen 1, 2, 3, 4. Norden 4, 1, 2, 3, 4. Und Westen 2, 1, 2. So, und abmarsch.
Wir haben sie jetzt kurz vor Mittag, legt sich der Nebel und das wäre das. Und da waren sie 6 Meilen Süd. Wir nähern uns ihr rasch und sie flohen 2 Meilen nach Ost zum Cape hin. Nun ist sie gerade einmal noch 1 Meile nach Nord. Das Cape wird sie nicht mehr erreichen. Nein, halt, ich bitte. Wenn uns wogegen fahren, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich fahre gerade einfach, weil ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig mache. Nein, bleib. Süd. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1. Hätte ich den ganzen Weg eigentlich ersparen können, war vor der Kreisverkehr hier. Ah, hier mit dem Ding. Ah. Eine bemalte Galionsfigur. Ey, das war noch unten drüber gewesen. Arsch. So, dann setzen wir wieder nach vorne ran. Ja, normal, dann setzen wir die vorne ran. So. Kennst du nur mit einer Jungfrau, mit so einer Schwanzfluss unten dran? Mein Steuerrad eines Modellschiffs. Oder jetzt was anderes. Oh. Edelstein gefunden. Na, perfekt. Da war gerade ein Seil, an dem wollte ich gerade ran. Könnt ihr mal mit der Scheiße aufhören? Oh, kurz. Aufhören. Okay, kann nichts machen. Gut. Sehr gut. Aber wir kommen ja irgendwann mal wieder raus. Und wer hätte das gedacht? Wieder was zum Vorlesen. Ihr wollt mich ärgern. Die Santa Helena lief um 18 Uhr auf einen Felsen auf.
Mein Beileid. Sie hob sich, als ob ihr der Rumpf abgerissen worden wäre, und sofort schoss das Wasser mit der fürchterlichen Geschwindigkeit herein. Dieser Fels allerdings gab es nicht. Wir näherten uns, soweit es ging, um die Überlebenden aufzunehmen. Doch nur ein Besatzungsmitglied entkam dem Wrack. Eine Art Gelehrter, ein irräugiger zerschlissener Mann in blutverschmierten Fetzen. Seine Faust umschloss eine Art Skulptur, und mit wirren Worten sprach er davon, wie unmenschliche mächtige und wertvoll sie sei. Vielleicht ist unser Schatz doch nicht mit der Helena gegen Meeresboden gesunken. Ich ließ das Objekt in der Obhut meiner Kajüte verbringen. Warum müssen die mal so gespannt quatschen? Oh, eingewischt. Man hätte das gedacht, schon wieder was zu lesen. Oh, diesmal von AS. Es liegt in der Natur, diese Welt, sich selbst in immer komplexen Zuständen zu verwirren. Wie die Spirale in einen Strudel Muster und Systeme zugleich. Es scheint, als wäre jeder Raum selbst in weiteren Teilen einer großen Apparatur. Du musst den Raum in Einklang bringen, um die Glyphe zu finden, und die Glyphe in Einklang bringen, um die Tür zu finden. Alles muss ein Einklang sein. Doch zu welchem Zweck? Bin ich der Entdecker, der Gefangene oder eine Ratte im Labyrinth? AS. Ich würde mal sagen, das Letzte. Ich will da rauf, Mann. Ey, gehst du mir weiter so auf den Sack? Jetzt reicht's. Danke. Ich will doch hier rauf, Mann. So, ich habe hier so ein Gewicht von Nautical Mersuris Air Show and Go. Cool. Fallmond. Okay. Nochmal. Scheibe gefunden, und die werden wir auch sofort hier einsetzen, weil wir doch so zückt sind. Oh, was haben wir hier? Noch ein Stempel. Und noch eine Scheibe. Scheiß gedacht. Ja, nur jetzt haben wir. King Pizza.
Ja, wir hören erstmal Bücher auf. Bis zum nächsten Mal mit Nico und Room 2. Bye.